Und die knallen nun mal gerne aneinander! Man wird hier ausgenommen wie ein Zirkuspferd. Dabei sind Popeln mit Honig so lecker. Dann sind wir weitergegangen zum Affenfelsen und dann hieß es, Papa, warum knallen die Affen immer so aneinander? Da habe ich gesagt, das habe ich euch schon beim letzten Mal erzählt, das sind Paviane und die knallen nun mal gerne aneinander! Dann sind wir weitergegangen Richtung Ausgang. Und dann wollten die Kinder noch Kleingeld haben. Da habe ich gefragt, wofür braucht ihr jetzt noch Kleingeld? Und dann war es mir auch schon egal. Und dann habe ich gesehen, die haben das Kleingeld in einen Trichter geworfen. Da stand so ein ganz großer Trichter und da kann man Kleingeld reinwerfen. Und dann rollt das Kleingeld ganz schön auf der Münzkante immer weiter runter und dann ist es weg. Da haben die Kleingeld reinrollen lassen. Ich bin weitergegangen zum Fotostand. Und da hat mir eine Frau das Foto gezeigt, was am Anfang des Zoos von uns gemacht wurde. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Ich habe das Foto in dem Sinne gar nicht bestellt und sie haben es trotzdem komplett ausgedruckt. Das ist ja interessant. Dann kamen die Kinder an und rissen mir das Foto aus der Hand und rannten weg. Ich bin hinterhergerannt, habe es ihnen wieder zurückgerissen. Dann habe ich das Foto der Frau wiedergegeben und habe gesagt, ich möchte das Foto nicht kaufen. Und dann hat die gefragt, ja, wieso denn nicht? Und da habe ich gesagt, ja, das ist mir zu zerknickt. Und dann hat sie gesagt, aha. Und dann habe ich gesagt, nein, Entschuldigung, war ein Scherz. Das ist mir einfach zu teuer. Aha, ja, aha. Und warum zerknicken sie es dann? Ja, weiß ich auch nicht. Sie wussten ja schon vor dem Zerknicken, wie teuer das ist, oder? Ja, kann sein. Ja und? Ja und? Ich hab's ja gar nicht selber zerknickt. Ja, das habe ich gesehen. Das waren deine Blagen. Was? Was eigentlich? Was ist eigentlich Ihr Schaden jetzt, habe ich gesagt. Können Sie das Bild jetzt nicht mehr verkaufen? Weil es zerknickt ist, oder was? Wie viele Interessenten gibt es denn für das Bild? Wie viele potenzielle Käufer für genau dieses Foto laufen denn hier rum in ihrem widerwärtigen Tieregefängnis? Und überhaupt die ganze Fotoaktion, das ist eine einzige perfide Geldschneiderei, wo auf dem Rücken der Pferde, oder wie das heißt, Geschäfte gemacht werden. Auch mit dem Trichter ist genau das Gleiche. Hauptsache, die Penunsen sind weg. Ja, ja, können Sie ruhig gucken. Man wird hier ausgenommen wie ein Zirkuspferd oder wie das heißt. Das heißt wie eine Weihnachtsgans. Halt doch einen Rand jetzt. Ich hole jetzt den Sicherheitsdienst. Da werden Sie ganz schnell von den Zoo verwiesen. Des Zoos. Sie Pavian. Ich habe mich dann mit den Kindern auf die Frau gestürzt. Wir haben sie uns zurechtgelegt, sind zum Mäuerchen gelaufen und haben sie zu den Erdmännchen geworfen. Dankeschön. Ich kenne einen Veganer seit einiger Zeit etwas besser. Wir haben beruflich miteinander zu tun. Er erzählt mir immer wieder von seiner Ernährung. Er erzählt zum Beispiel, dass er keinen Honig isst. Das finde ich sehr löblich. Er hat auch erzählt, das fand ich interessant, dass er keine Popel isst. Weil er sagt, Popel sind nicht rein pflanzlich. Ja. Dabei sind Popel mit Honig so lecker, aber das muss er selber wissen. Und er hat auch gesagt, dass er nur noch in einen veganen Zirkus geht. Also nur noch in einen Zirkus ohne Tiere. Also nur mit Artisten, sowas gibt es ja. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich würde sogar in einen veganen Zoo gehen. Nur mit Luftballonmann, Fotofrau und Trichter. Ich brauche keine Erdmännchen.
Ja, auf jeden Fall habe ich ein kleines Lied geschrieben. Und dieses Lied kommt jetzt gleich hier zum Vortrag. Ich selber habe vor kurzem auch mit veganer Ernährung begonnen. Aber erst einmal nur bei unserer Katze. Unsere Katze Hector Pascal wird komplett vegan ernährt, seit einer Woche, und ich habe ihm am Anfang dann so ein Frühstück zubereitet mit Flocken und Reismilch. Dann hat er so ein Häppchen genommen und dann hat er gesagt, das fresse ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht? Und dann hat er gesagt, nee, das fresse ich nicht. Dann habe ich gesagt, versuch das doch wenigstens. Das machen ganz viele jetzt. Und wenn das alle machen, dann wird alles gut. Und hat er gesagt, die Scheiße fress ich nicht, probier das mal. Und da habe ich gesagt, ja, dann schnibbel dir ein Mäuschen mit rein. Merkt doch keiner. Ja, der Veganer, von dem ich gerade erzählt habe, ist übrigens der Tourtechniker von heute Abend. Der Tontechniker, naja, einen Veganer als Tontechniker mitzunehmen, muss kein Nachteil sein. Aber wenn dann was nicht klappt, dann denkt man natürlich auch, ja, war eigentlich klar. Ah, okay, nee, dann war es doch mein Fehler, Entschuldigung. Michael, das tut mir leid, woher soll ich wissen, was off heißt? Okay.